Ja, und wie ich immer drohe, es geht Schlag auf Schlag. Suspended Workshops Demo, da bin ich mal gespannt. Ja. Ein Augenblick des Zen und der Entspannung, bevor es losgeht. Das ist aber eine Demo-Version, das kann man also nicht durchspielen. Zeig mir aber was. Beeindruckt mich, Leute. Also nicht ihr da draußen, sondern die da, die Entwickler, die sollen mich einbedrucken. Ich glaube, ich gucke schon mal wieder zwischendurch, ob auf dem Monitor irgendwas gefordert wird. Nein, also eigentlich nicht. Etwas nicht so, dass ich es sehen könnte. Manchmal poppt denn ja irgendwas auf und erinnert mich daran, dass ich irgendwas noch freigeben, erlauben, ertragen muss. In VR spielen. Er klickt mich jetzt an, ich soll in VR spielen. Ich soll jetzt in VR spielen anklicken? Meint ihr das jetzt ernst? Eigentlich ist das ja hier ein Ladebildschirm und er sagt, ob ich es denn in VR spielen will. Ah, es passiert irgendwas oder es hat aufgehört. Das kann auch sein. Tja. Gucken wir mal ins Desktop. Da ist eigentlich auch nichts. Versteckt sich da vielleicht hinter irgendwas? Nein? Tja. So, dann klicken wir jetzt mal in VR spielen an. Jetzt wird definitiv irgendwas gestartet. Mal gucken, kackt er ab oder kommt er zum Ende? Irgendwas habe ich gehört. Mir wird schwarz vor Augen. Mir bleibt schwarz vor Augen. Es fügt sich zusammen. Es fügt sich zusammen. Unreal, ja. Irgendwer wollte wieder unbedingt das Unreal-Logo sehen. Wie schön. Bäh, tu die Pixel aus meinen Augen. Bäh. Furchtbar. Suspended Schneit! Hey, erstes Mal in diesem Jahr. To set up the teleportation, left controller to shrink. Ah, jetzt gibt es einen Left Controller Button und einen Right Controller Button. Ich würde sagen, hier bastelt jemand gern. Fiche, da sind Fiche drin. Denn ob Dorch oder Barch, Hauptsache Fisch. Ja, dann spiel sie ab, du Nase. Der fliegt durch meine Beine durch. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja, jetzt muss mir nur noch sagen, wie ich sie abspielen kann. Muss ich die jetzt einfangen, damit ich die Message irgendwie abspielen kann, oder wie? Probieren wir das doch mal. Ah, ich hab mich drauf gedrückt und er kommt an. So, und nu? Das fehlt mir noch, ein Roboter mit Stimmungsschwankungen. Hey, ich bin aber sowas von geschrumpft. Holla die Waldfee. Ich habe auch keine Hände mehr. Wow. Was mache ich denn mit dem Ding da? Da gibt es bestimmt irgendwie einen Trick. Okay, Menüknopf. Menüknopf. Nix. Trigger. Nix.
Rechts und links Knüppel. Nix. Teleportieren. Nix. Also ich kann mich auch nicht bewegen, wenn ich klein bin. So sieht's aus. Und ich habe noch den Mittelfingerknopf. Da kommt er an. Und haut mich um. So, und nun? Weiß ich nicht. Also mache ich mich wieder größer. Wie mache ich mich denn wieder größer? Ach, mit dem. Ja, mit dem. Aber interessant, was ich noch nie gewusst habe. Diese Oculus-Dinger. Oder war das Vive-Controller? Ich weiß es nicht. Haben zwei unterschiedliche Thumb-Buttons. Und ich habe nur einen. Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Nun gut, gucken wir uns die Gegend hier mal an. Das fehlt mir noch. Also es sieht schon geil aus, das muss man sagen. Du passt da genau rein in diesen Ofen, also. Du wiederholst dich. Du klingst wie eine Ehefrau. So, irgendwie muss ich doch dich jetzt auslösen, oder nicht? Ja. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie ich den auslösen kann, den Vogel. Es ist schick. Also die Umgebung ist schon voll gemacht. So, jetzt habe ich dich da und dann. Tja, ich weiß leider nicht weiter. Ja, ich kann mich verkleinern, das weiß ich ja. Aber auch dann scheine ich nicht interagieren zu können. Weil ich dann keine Hände mehr habe. Und rumlaufen kann ich denn auch nicht, außer hier innerhalb meiner Spielfläche natürlich. Gut, dann würde ich sagen, lass uns was gut sein. War interessant zu sehen, finde ich schön. Aber, wie gesagt, ich habe noch nicht raus, wie ich damit auch spielen kann. Ich finde es immer schlecht, wenn ein Programm in diesem Punkt nicht selbsterklärend ist. Es kann aber, wie gesagt, auch sein, ich lade ja skrupellos alles runter, egal welcher Controller eigentlich gefordert wird. Es kann also sein, dass das Ding tatsächlich wirklich Vive oder Oculus Rift voraussetzt. Und ja, meistens kann man das einfach ignorieren und kann trotzdem spielen, aber hier. Aber hier, so scheint es mir, geht das nicht. Gut, dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Reingucken. Und wir arbeiten uns sofort zum nächsten Spiel weiter. Ja, was gebe ich so einem Spiel? 2 Thumbs up? Ist nicht ganz schlecht und nicht ganz gut. Desktop. Ach, genau. Und da den Playdings. Ich muss gleich nochmal mit meinem... ach, was, wo ich schon mal hier bin, kann ich das ja so gleich machen. Na, ich habe es gespeichert und ich lande trotzdem wieder hier. Das ist gediegen. Vielleicht kann ich wenigstens den Hintergrund so speichern, dass er bleibt. Da, Hintergrund verändern. Und ich möchte den hier. Ja, ja, ja. So, da ist der Hintergrund und den möchte ich diese Umgebung speichern. Speichern. So, jetzt möchte ich aber doch noch den hier ändern. Das war der Hintergrund, jetzt will ich die Umgebung verändern. Den Night Pavillon.
Den muss ich aber jedes Mal gesondert starten, oder? Ja, scheint so. In meiner gespeicherten Version. Ja, auch der Hintergrund wird mit verändert, ne? Nee, da, den hat er sich gemerkt. Und das möchte ich jetzt komplett als Ganzes speichern. Und als Standort auswählen. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Gut, dann werde ich jetzt das erstmal beenden hier und dann schaue ich mal, ob im nächsten Dings das wieder serienmäßig auftaucht.